Ja, moin und willkommen zurück zu diesem Fortnite-Video von mir. Und zwar möchten wir heute mal den Creative-Modus näher anschauen, mal ein bisschen was gucken und vielleicht in Zukunft mit euch Dinge hier starten auf dem Creative-Modus-Server und mal mit euch ein bisschen mehr in Kontakt treten. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wenn ja, dann lasst doch mal gerne eine positive Wertung da. Abonnieren natürlich nicht vergessen, um weiter zu passen und natürlich auch die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite, Fortnite-Updates, Fortnite den Gegenstandshop und so weiter. Leute, gönnt einfach mal. Es ist komplett kostenlos und vergiss natürlich nicht meinen Creator-Tag METE-8 einzugeben im Gegenstandshop, um mich kostenlos zu unterstützen. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, ihr habt den Creative-Modus vielleicht sogar schon selber gesehen oder angezockt. Ich persönlich bin hier zum ersten Mal drinne und schaue ihn mir auch zum ersten Mal an. So, wir können jetzt hier natürlich eine Insel auswählen. Ich wähle mal, ist völlig egal, welche Insel ich auswähle. Sie sind alle eh gleich und leer wahrscheinlich. Dann gehen wir hier einmal... Eigentlich, okay, der lädt gerade noch, okay, jetzt habe ich es gesehen. Und das ist mein erstes Mal, wie gesagt, man hat 4 Stunden Zeit immer und dann wird man wahrscheinlich rausgekickt oder das Ganze wird gelöscht oder so. Ich weiß es nicht ganz genau, was da gerade abläuft. Wir haben hier aber eine kleine Hütte, die eigentlich nichts zu sagen hat. Hier ist auch gar nichts drin, sie ist einfach komplett leer, die Hütte, und ist mitten auf dem Feld. So, wir haben aber ein Handy, was wir auswählen können. Was müssen wir dafür, genau, wir können einmal Pfeiltaste hochdrücken und dann haben wir hier fertig Objekte, die wir auswählen können. Hier verschiedene Dinge, kann man vielleicht sogar noch irgendwelche Rennen bauen oder man hat hier den Uhrenturm von Tilted Towers. Man hat verschiedene Sachen, hier die Double L oder wo ist Bricks? Ja, Bricks ist hier. Dann, wir haben noch viele andere Gebäude, das sieht einfach mega nice aus. Man kann das einfach ausrüsten oder in die Truhe packen, ist völlig egal. Dann haben wir 2 Stück davon und wir können das einfach mal so rauswerfen, zack, und das Ding baut sich schon von selber auf. Mega nice, richtig, richtig heftig, gefällt mir sehr gut. Ja, das Ganze seht ihr denn hier, das ist wie im Pleasant Park war das. In der Mitte war ja auch so ein kleines, ja, so ein kleiner Park mit Bänken und sowas. Diese kleine Hütte habe ich da persönlich noch, achso, die kleine Hütte war ja schon, ach, eng geblieben. Aber richtig, richtig nice, mega nice, gefällt mir sehr gut. Man kann hier natürlich nochmal einen zweiten Park bauen. Ja gut, in der Ebene habe ich mich vielleicht verschätzt. Ja, hätte ich mal vielleicht besser aufpassen sollen. Aber vom Prinzip her habt ihr das auf jeden Fall verstanden. Ich habe vor, in Zukunft auf diesem Server hier mehr zu machen. Einfach mal ein bisschen mehr zu zocken. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze auch als Hintergrund-Gameplay nutzen würde. Ja, einfach weil... Warte mal. Okay, wir können mit Doppelklick können wir dann auch nochmal fliegen. Das ist auch nice. Das gefällt mir sehr gut, Leute. Das ist einfach mal richtig geil. Aber wir haben jetzt ein Problem. Der will es nicht mehr machen. Okay, das brechen wir mal ab. Dann entfernen wir das mal. Nee, wir wollen das komplett entfernen. Guck mal, ihr seht es hier. Das können wir alles entfernen. Zack. Wenn wir das hier alles machen, kann man sogar alles entfernen. Das ist mega. Also das neue Update, muss man ja wirklich sagen, hat Epic Games sehr, sehr gut gemacht. Es gab natürlich wieder einige Probleme mit den Servern und so. Dazu wollte ich eigentlich noch ein Video machen, habe mich dann dagegen entschieden, weil ich mir dachte, nee, lass mal, weil ja unnötig jetzt nochmal ein Video darüber zu machen. Dann mache ich lieber so ein cooles Video hier, wo ich euch diesen neuen Kreativmodus zeige und mal ein bisschen mit euch darüber rede, dass man hier in der Zukunft ein bisschen mehr starten kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch sich darüber freuen. Ich meine, ihr wollt ja immer mit mir zocken. Viele schreiben mir auf Instagram immer, ey, können wir mal zocken und so. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Ganze einfach mal hier so zu machen, in dem Kreativmodus. Einfach mal ein bisschen ausleben. Ich meine, warum nicht? Ihr könnt mir mal gerne auf Instagram schreiben, wer mit euch mal mit mir auf diesem Kreativmodus oder in diesem Kreativmodus zocken möchte. Schreibt mir das gerne mal rein, interessiert mich auf jeden Fall. Ich schreibe natürlich allen wieder zurück. Tactics Gaming und YT heiße ich, dort ist auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Interessiert mich natürlich, weil viele schreiben das zwar immer, aber ich weiß nicht, wer von euch auf Real mal mit mir zocken würde. Ja, man kann natürlich auch das Fliegen auch nochmal wieder abbrechen. Das Problem, was ich gerade habe, ich kann nichts auswählen. Ich kann einfach nichts auswählen. Ich weiß nicht warum, aber der möchte einfach gerade nicht. Natürlich ist noch ein bisschen buggy, muss man dazu sagen, weil, guck mal, ich kann nichts machen. Ich kann da nichts auswählen. Also eigentlich müsste, mit der Pfeiltaste ging das eben. Jetzt geht es leider nicht mehr. Ich verstehe auch nicht warum. Aber man kann hier unendlich viel bauen, das ist mega geil, dass man hier unendlich viel bauen kann, finde ich richtig, richtig cool. Viele von euch haben auch immer so richtig krasse Ideen und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch nice Sachen bauen können, richtig nice Sachen bauen können. Ja, ob man hier wirklich Treppen bauen üben kann oder ja, Fast Building, bezweifle ich jetzt wirklich, weil ich meine,
Okay, guck mal jetzt, so. Das wie im Spielwiesenmodus, nur dass du unendlich Material hast und Gebäude platzieren kannst, das ist das Geile daran, Leute. Ihr könnt hier mit 16 Mann, also mit euren ganzen Kollegen, könnt ihr 4 gegen 4 zum Beispiel spielen. Ja, oder noch viele weitere Sachen. Ihr könnt mir mal Vorschläge reinschreiben, die man mal machen kann in Zukunft hier in diesem Kreativmodus. Ich bin, wie gesagt, ich lese mir alle Kommentare unter diesem Video hier durch. Ich gebe auch jedem ein Herz, der einen richtig coolen Kommentar abgegeben hat oder ein nützliches Kommentar. Guck mal, ich muss doch hier mal irgendwas auswählen können. Warum, ups, falsche Taste gedrückt, das müssen wir mal wieder zurück. Wieso kann ich, guck mal, ich möchte L2 aufheben. Nein, ich möchte nichts aufheben. Ich möchte einfach neue Dinge bauen. Wieso kann ich das nicht? Wieso kann ich keine neuen Dinge bauen? Das ist sehr, 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 sehr nervig. Natürlich ist es noch richtig buggy, aber wie gesagt, Leute, wenn ihr diesen Modus schon gespielt habt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Interessiert mich auf jeden Fall. Ich persönlich habe ihn jetzt zum ersten Mal gezockt. Natürlich muss ich mich da noch mal ein bisschen reinfuchsen und viele Dinge erklären, dann mit der Zeit wahrscheinlich, weil sie beim ersten Mal noch nicht so verständlich sind. Aber es erinnert mich ein bisschen an den, an Minecraft, muss man mal ganz ehrlich gestehen. Es erinnert mich ein bisschen an Minecraft. Diese ganzen Anfangszeiten, wo man einfach ein bisschen was gebaut hat mit Freunden und so weiter. Schreibt mir gerne eure meinen Kommentare. Ansonsten, Leute, sehen wir uns im nächsten Video. Das war's von diesem Video. Lasst auch mal eine Pulswertung da. Abonniert natürlich nicht vergessen, weiter und natürlich die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.